Hallo, schön euch zu sehen. Sehr, sehr, sehr cool, dass ihr wieder da seid. Natürlich freue ich mich auch ganz besonders über dich, dass du wieder hier bist. Das ist einfach wieder super Highlight des Tages letzten Endes hier für mich. Die Unterstützung von euch und von dir ist einfach perfekt, einfach super. Ja, willkommen zu Pioneers of Pagonia. Das ist zu der nächsten Folge. Nach wie vor, da sind wir gerade, hier wird die Münzprägerei hochgezogen. Hier ist aber eifrig was los. Wow. Ja, an Baumaterial ist hier kein Mangel. Also das wird hier wirklich schnell und umfassend geliefert, kann man nur sagen. Und entsprechend schnell werden hier auch die Gebäude hochgezogen. Wenn das so läuft, ist es aber sehr, 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 sehr erfreulich. Sehr erfreulich. So, wir gucken uns mal hier den Handelsposten an. Aha. Okay. Lieber Handel. Wappen deines Handels. Warte, Moment. Da juckt gerade. So, also Wappen deines Handelspartners. Und das ist hier dein eigenes Wappen. Singende Klinge. Okay, das sollen wir ja machen. Dann mache ich hier einfach mal einen Start. Und wir sollen da natürlich die entsprechenden drei Stück wollen die haben. Ja. Hungriger Prophet, Steinpilze 3. Start. Okay. Noch gar nicht gemacht. Die haben das auch geliefert, ne? Aha. Ich finde den Handelsposten da schon eher irgendwie und so. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ach so. Ah, ich verstehe. Nee, 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 nee. Entweder das eine oder das andere. Ah, das bezieht sich hier jedes Mal hier auf die Kollegen da. Ach so. Okay, kein Handelsträger verfügbar. Ja, das wird kommen. Gehen wir von aus, so die Münzprägerei ist fertig. Jetzt brauchen die natürlich eine Schatzkammer. Bin ich eigentlich? Ich hoffe, ich bin so. Ich habe in der letzten Zeit irgendwie so das Problem hier auf meinen Ohren, dass ich mich entweder zu leise höre oder mich zu dumpf anhöre. Aber vielleicht meine ich das auch nur. Irgendwie ist das komisch. Entschuldigung, aber solche Sachen irritieren dann einen immer. So während der Aufnahme, man meint dann irgendwie, oh, bin ich überhaupt nicht mehr zu hören? Oder aber klinge ich irgendwie vollkommen kurios? Egal, wir brauchen eine Schatzkammer. Kriege ich die denn noch hier hin? Da würde die passen. Einen Augenblick mal hier. Das Lager wird ja benutzt. Da sind Laubstämme, also Laubholzstämme jetzt eingelagert worden. Andere Sachen werden hier noch eifrig transportiert. Ich mache mal Folgendes. Deaktiviere den mal. Dann sollen die erstmal das, was hier noch so, ne, lustig vor sich hin existiert, an Waren da einlagern, bis die Sachen weg sind. Das sieht auch ganz gut aus. Dann kann ich den nämlich einreißen. Dann brauche ich das Ding nicht mehr. Denn die Holzfällerhütte. Mein gegebenenfalls könnte ich sie hier irgendwo hinsetzen, um da noch entsprechend Holz hier so im Nahbereich zu schlagen. Aber ich weiß nicht, ob das notwendig ist. So, alles auf Null. Das ist cool. Und hier im Lager ist ja, alles wird eingelagert. Hier haben wir aber nur, wenn ich das richtig sehe, genau, das Laubholz untergebracht. Wo ist denn? Da ist das Nadelholz gelandet. Egal. Ja gut, wir haben jetzt hier halt Hauptholz, dann ist das so. Das ist nicht schlimm, das ist in Ordnung. Und die sind leer, die werden im Prinzip nicht mehr gebraucht, dann weg damit. So, dann hat sich das schon mal erledigt. Ich brauche immer noch eine Schatzkammer.
So. Die würde ich... Moment, ich muss mal ganz kurz die Kamera drehen, damit ich das sehe, auch wegen den Wegen und so. Die würde ich da hinkriegen. Oh, 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 das wird aber ganz heftig. Kannst du dich noch ein bisschen drehen? Ah, fast. Geht das? Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Wegetechnisch, wie sieht das aus? Bin versucht, da Dinge zu tun. Das geht leider nicht. Hm. Was ärgerlich ist, aber dann ist das so, dann geht das eben nicht. Achso. Alternativrouten gehen auch nicht. Ich muss das anders machen. Ja, ich weiß, die sind jetzt nicht mehr erreichbar, aber das kriegen wir ganz schnell wieder hin. Hoffe ich. Hallo. So. Ich mach das so. Achso, nein, 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 nein. Einmal hier ums Eck. Richtung so rum. Bei größeren Sachen kriege ich hier eh nicht hin. Also von daher sollte das jetzt egal sein. Das geht nicht. Moment. So. Schauen wir doch mal, was das so, das was bringt oder ne, irgendwie Sinn macht. Wir haben jetzt hier die Münzbringerei, dann könnt ihr hier, ne, die haben sich hier einen direkten Weg zur Schatzkammer. Und die ist dann hier nochmal angeknüpft, so, ne, und ich denke mal, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Handelsposten. So, ja, das mit den Artefakten, das ist halt ein anderes Thema. Schatzkammer ist im Bau. Wir haben hier, Moment, das ist Handelslager, Unterkunft von Handelnden, die hierher kommen, wenn sie auf eine neue Aufgabe warten. Dann machen wir das Ding auch noch, dann haben wir es komplett. Dann haben wir es komplett, dann... Ne, also falsch kann es nicht sein, denke ich mal. Ja. Dann haben wir hier soweit alles etabliert, glaube ich. Sehr schön. Da müssen wir jetzt halt nur noch gucken, wie wir hier vorankommen. Die sind ein bisschen sehr weit vom Schuss. Das kann dauern, fürchte ich. Oha. Oha, oha. Terror hier. Da ist das andere Gebäude. Wenn ich jetzt schon hingehen würde. Und oha. Beispielsweise hier einen entsprechenden Wachturm hinsetze. Ja, ich hatte erst, wie gesagt, ein bisschen anders überlegt gehabt. Aber ich befürchte, das dauert zu lange.
es nicht lang, aber ich könnte den Weg so wählen. Was mache ich? Das ist Stein. Stein, Stein, okay. Oh, das geht auch. Das ist nie verkehrt, Sachen erstmal auszuprobieren, bevor man von vornherein sagt, oh, das geht nicht. So. Dann haben wir das. Frage, habe ich noch genügend Leute? Ich meine ja, ne, da müssten irgendwo, müssten da so 10 Wachabende durch die Gegend geistern. Logischerweise jetzt hier irgendwo rumfliegen habe. Genau, da sind sie. Also die 10 Wachen könnte ich da einsetzen. Ich habe ja hier einen Expansionsbedarf, bla bla. Man plant und das Spiel hat ganz andere Ideen. Aber komplett andere Ideen. Hey, 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 hey. So. Okay. Ja, das mit den singenden Klingen. Ein bisschen verwirrend. Ich habe die ich habe ja hier schon so ein bisschen mich mit dem Spiel so vertraut gemacht. Und ich habe die schon mal geliefert. Ich weiß, dass das ging. Ich weiß aber damals nicht so richtig verstanden oder das nicht mitgekriegt. Die waren irgendwie auf einmal da. Ich weiß aber nicht, ob wir die herstellen oder ob wir die selber finden und so. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Vielleicht, nee, die Münzprägerei, die macht nur Münzen. Irgendwas war da. Ich weiß aber zum Verrecken nicht mehr, wie das war. Ob wir die selber irgendwo entdecken. Naja gut, wir werden es herausfinden. Ich habe mir das damals nicht gemerkt. Ist ja schon wieder ein bisschen her. So. Ausrede. Rüstungsschmiede. Die haben nichts zu tun. Momentan. Ja, egal. So, ich hoffe, die Rechnung geht auf. Dass wir dann hier entsprechend zügig dahin kommen. Dann können wir diesen interessanten Ort. Nochmal direkt zwei Stück von. Auch mitnehmen. Wir haben da ja schon einen von nicht nur gefunden, sondern auch hier irgendwo eingebunden. Wieso hüpft er jetzt hier hin, wenn ich da den interessanten Ort markiert habe? Und okay, das scheint nicht zu funktionieren mit den interessanten Orten. Dann kann die wohl nicht so durchlaufen wie die anderen. Ah, hier. So, entdecke interessanten Ort. Ein uralter Ort der Verehrung, der einigen Leuten noch viel bedeutet. Okay, Aufgabe. Der hungrige Prophet, mit dem, es geht immer um die hungrigen Propheten. Finde die Scharlachblüten, das sind diese hier. Wir haben von diesem Ort gehört, waren aber nie in der Lage, ihn zu sichern. Kannst du uns helfen, ihn zu finden? Suche und entdecke die Scharlachblüte. Du musst den Weg selbst finden. Entdecke interessanten Ort. Also entdeckt haben wir immerhin 5 von 5. Aha. 5 von 5 von 7. Was ich jetzt auch nicht so ganz verstehe. Ich meine, gut, ne, das ist Ort der Verehrung gewesen. Nach wie vor. Aber bringen die auch irgendwas? Ich meine, gut, Dinge müssen nicht immer irgendwas bringen, aber normalerweise, ne, wenn man solche Sachen halt entdeckt, haben die irgendeine Auswirkung. Sei es, dass man sich mit den Verbündeten irgendwie besser versteht, Freundschaften geschlossen werden können, Allianzen geschlossen werden können, was auch immer. Oder dass der Ort dann halt besucht wird von irgendwelchen Leuten, die den dann verehren, da irgendwelche Sachen machen. Passiert hier eigentlich nicht oder noch nicht.
Gut, kann natürlich sein, wie gesagt, das Spiel ist noch mitten in der Entwicklung, also man ist gerade in den Anfängen, so in der Richtung. Kann natürlich durchaus sein, dass dieser Ort oder diese Orte vielmehr irgendwelche Funktionen haben, die hier noch nicht aktiv sind, ja, wo man aber so die Orte selber schon im Spiel zwar vorfinden kann, sie halt entsprechend vorhanden sind, aber dass die noch keine Funktion haben, so wie sie denn überhaupt jemals eine haben werden, das, was ich nicht weiß. So, hier habe ich immer noch ein Fähnchen. Wir haben die Schatzkammer. Die ist fertig. Moment. Was kann man hier alles einlagern? Schätze, Münzen, Wertsachen, geschliffene Edelsteine. Ich lasse die mal alles. Ich lasse da mal alles zu. Alles, was die so finden. Wo ist, habe ich jetzt hier das Problem? Keine Handelsträger verfügbar. Oh, aber ich habe doch hier, das ist doch hier aktiv, oder sehe ich das falsch? Wähle die Anzahl der auszuführenden Handelssegmente. Ja, da habe ich hier, die wollen davon 3 Stück haben. Das sind ja hier die Waffen der Handelspartner. Der sagt, ich möchte davon 3 haben. Ja, also, wir gehen den Text einfach mal durch. Wir haben heute ein bisschen Zeit. Noch, heute ist Vorlesetag. Wähle die Anzahl der an auszuführenden Handelssegmente. Ein Handelssegment bedeutet, dass du den gezeigten Handel einmal ausführst. Wenn du nicht limitiert wählst, wird der Handel so oft ausgeführt wie möglich. Das ist dann hier diese Geschichte. Den Handel zu pausieren bedeutet, dass aktuelle Zustellungen noch ausgeführt werden, aber keine neuen Waren werden ausgeliefert. Du kannst die Pause jederzeit entfernen, um fortzufahren. Die Handelssegmente, die bei Pausierung liefern, werden dann fertiggestellt. Das ist irgendwie ein bisschen krumm, aber naja, okay. Die unteren Werte zeigen die Anzahl der abgeschlossenen Handelssegmente an. Das Maximum zeigt, wie oft dieser Handel verfügbar ist. Oder ob er unlimitiert ist. Okay. Ja, also hier, ne? Also wie gesagt, das ist aktiv. Muss ich einen Handelsträger? Alles klar, der braucht einen Rucksack. Habe ich noch Rucksäcke? Die nicht der Punkt gewesen. Naturprodukte, nein. Rucksäcke habe ich. Da muss ich wahrscheinlich Folgendes tun. Wir haben doch hier dieses Gildehaus. Und muss einen entsprechenden Kollegen ausbilden. Könnte ich mir vorstellen. Da haben wir ihn schon. So, wir brauchen wenigstens einen. Ist hiermit in Auftrag gegeben. So. Ich wusste doch, es war nicht damit getan, das Gebäude zu bauen. Wir brauchen auch entsprechende Leute. Moment mal, wie viele Rucksäcke hatte ich? 4. Ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir da ein paar mehr haben als nur einen. Wo haben wir den da? So, ich mal auf 5. Ich hoffe, das war jetzt nicht verkehrt, was ich da gemacht habe. Und wir haben doch hier irgendwo jemanden, der Rucksäcke, nein, nicht er, das war die Schneiderei, ne? Die produziert Rucksäcke. Dann sollen die noch einen weiteren machen, dann haben wir 5. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt. Da hat die Schneiderei auch wieder was zu tun. Was sagt die Uhr? Ja, wir haben noch ein bisschen Minütchen oder so, haben wir, glaube ich, noch. Gut. Ach, die sind schon so früh. Ach, Personal ist auf dem Weg. Wunderbar. Das funktioniert. Sehr cool. Dann hätten wir das Problem auch erstmal aus der, oder so gut wie aus der Welt geschafft. Da habe ich jetzt entsprechend meine Leute, die schicke ich direkt mal hier hin. Die sollen sich mal verstärkt hier um dieses Gebiet kümmern. Und hier entsprechend, ne, auch die Grenzsteine da setzen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Hier haben wir Kohle, Kalkstein, auch nur in erster Linie Kohle. Nun gut, besser als nichts.
Sehr schön. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Da bin ich gar nicht so. Oh. Hier habe ich noch gar nichts unternommen in dieser Richtung. Sehe ich nicht so gut. Es wird hier noch eifrig gearbeitet, also die Grenzsteine werden gesetzt, aber auch hier habe ich, sollte ich das versuchen zu beschleunigen. Werde ich tun, aber erst ab der nächsten Folge. Ne, wir haben doch noch so das ein oder andere, was man so machen kann. Und nicht nur halt abwarten, bis die Dinge mehr oder weniger von selbst geschehen. Ja, das, wie gesagt, wird dann die Aufgabe sein für die nächste Folge. Ich danke euch und vor allen Dingen danke ich dir dafür, dass du mich auch diesmal wieder unterstützt. So weiter und so fort. Den Satz wieder vollkommen versammelt. Ich danke für eure Unterstützung, ich danke für deine Unterstützung und freue mich dabei, wenn ihr alle, freue mich, wenn ihr alle wieder dabei seid bei der nächsten Folge. Es wird die Zeit, dass ich jetzt mal hier ein Voice gemacht. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, wir eine Pause machen, aber ich habe dann doch noch diese Aufnahme sofort im Anschluss gemacht. Ich mache aber jetzt eine, es wird Zeit. Ich kann mal knabbern und dann stürze ich mich auf die nächsten Folgen, die ich noch aufnehmen muss am heutigen Tag. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Genießt die Zeit.